Heute in der Chemie zum Beispiel komme ich an die alkoholische Gärung. Und da bringe ich jedes Jahr, meine Schüler wissen das, eine Literflasche Heidelbeerwein, den ich selbst hergestellt habe, mit in den Chemieunterricht, damit jeder sich von dem Wohlgeschmack des Getränkes überzeugt. Vorsicht, jeder nur einen winzigen Schluck, sonst steigt er in den Kopf. Jeder muss das Glas um einen Winkel von 20 Grad drehen, damit er eine neue Stelle bekommt. Wir bestimmen inzwischen den Alkoholgehalt. Sehen Sie, das sind fast 13%. Die Heidelbeeren habe ich nämlich persönlich gepflückt. Heidelbeerwein hat nicht nur einen ausgesprochen würzigen Geschmack, sondern ist auch durchaus gesund und bekömmlich. Stimmt, stimmt das, Herr Professor? Baldrian. Baldrian soll doch zum Beispiel auch sehr gesund sein. Natürlich ist Baldrian gesund. Aber das gehört doch nicht hierher. Doch, 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 Herr Professor. Mein Onkel sagte immer, Baldrian gehört in jede Familie. Pfeiffer, Sie sind albern. Setzen Sie sich. Ackermann, was wissen Sie von der alkoholischen Gärung? Schon die alten Germanen haben aus Honig ein berauschendes Getränk bereitet, welches sie Met nannten. Und mit diesem Met legten sie sich auf die Bärenhaut. Was ist denn los, Ackermann? Gar nichts. Mir ist nur so komisch im Kopf. Wenn Ihnen komisch im Kopf ist, setzen Sie sich mal hin. Pfeiffer, fahren Sie fort. Die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung. Pfeiffer, Sie fasen. Setzen Sie sich. Der gärende Alkohol beginnt dann zu faseln und so entsteht Heidelbeerfasel oder Heidelbeerfusel. Look, was wollen Sie denn? Herr Professor, ich weiß nicht, ob das was zu bedeuten hat, aber ich kann gar nicht mehr reden. Was können Sie nicht? Und wenn dann der Alkohol, der Heidelbeerkohl, der gehende an Heidelbeerkohl. Oh, Pfeiffer, ist Ihnen nicht wohl? Doch, sehr, nur. Machen Sie mal das Fenster auf. Rosen, fahren Sie vor. Lachen Sie doch nicht so lächerlich. Herr Professor, ich lach doch gar nicht. Ich muss nur an meine arme Mutter denken. Meine arme Mutter! Der Alkohol, geht durch die Heidelbeeren in Gärung, in gärische Alkoholung. Herr Professor, Professor, ich sehe alles doppelt, merkst du es nicht? Herr Professor? Herr Professor, ich gehe jetzt schlafen. Ich verstehe das nicht. Den winzigen Schluck. Das ist doch unmöglich. Mir auch ein Stück Direktor, wenn Sie auch einmal einen Schluck verzichten.
Ihr geht jetzt nach Hause, so leise ihr könnt. Nehmt euch ein